Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Season 3 mit Lars und mir. Und was ich hier vorhabe, was Lars schon zeigt, hat damit zu tun, dass Arvid hier auf dem, naja, auf dem Server ziemlich derbs gecheatet hat. Deswegen Also, nein, nein, dachte nein, ich. nein, nein. Wir wissen nicht genau, ob es Arvid war, aber wir können es uns vorstellen, weil Arvid die ganze Zeit in Game Mode wollte und dann hat er sich mitten auf dem Berg eine Truhe mit 4 Stacks Diamanten und allem anderen Kram gemacht. Richtig. Also, das heißt im Klartext, dass wir Arvid, jo, damit ein bisschen bestrafen werden, oder zum Beispiel ich, weil Lars und ich als Admins ja auch dafür zuständig sind, dass auf dem Server das läuft. Ja, und wenn hier irgendjemand so eine Scheiße abzieht, dann. Also, er kann Okay, gerne ja. noch weiter mitmachen bei den Let's Plays, aber er kriegt eine Strafe. Oh ja. So, wenn hier so der Gang ist. Shit, der ist drei Breiten, ne? Und wenn man das jetzt. Warte mal, ich will mal eben was anderes ausprobieren. Du kannst was. Warte, lass mal kurz. Ich will nur versuchen, kurz hier so. Ach ja, Pistons machen Spaß. Dann geht also quasi. Achtung, ich baue jetzt über dir kurz einen Block hin. Ja, und man sieht, wir ja cheaten jetzt auch nicht, ne? Mann. Pistons, wo sind denn die Und noch Pistons? ein. Wo sind denn die klebrigen Kolben da? Lol. Was über mir alles weggehauen. Ja, Entschuldigung. Nicht wundern, Lars, dass also das auf diesem Glas jetzt sag schon. Also hier kommen so Pistons hin, ne? Warte mal eben. So, sorry. War deine Schwester gerade da? Nein, meine Mutter. So. Ich will, dass er nicht nur erdrückt wird. Er wird ja nicht erdrückt, er wird von Lava ertränkt oder verbrannt werden. Hier drüben. Warte, keine Sorge, ich will nur mal eben was ausprobieren. Oh ja. Klappen würde das, wenn er auf die Pressure Plate drückt und nicht an der Lava ertrinkt und weiter rennt, dann fällt er hier unten in seine hässliche Höhle rein. Ach nee. Nee, das ist alles viel zu kompliziert. Wir machen deinen Plan. Wir bauen jetzt einfach hier so ein paar Pistons hin. Also das ist jetzt quasi jetzt so eine Special-Folge. Ne, für alle die, die es jetzt nicht so derbs gerafft haben. Warte, warte, warte. Also, wir bauen das hier erstmal wieder zu. Hat er So. jetzt hier drei hoch oder nur? Ey. Keine Ahnung, ich glaube zwei. Warte, jetzt ist sie aktiviert. Drück mal auf die Platte. Welche? Nö, sie geht nicht aus. Scheiße. Weißt du nicht, wie man das macht? Dass ein Piston an ist und wenn man auf eine Platte drückt, dass sie das, dass sie dann zurückgeht? Doch. Warte. Repeater. Ich klappe hier mal ein bisschen mehr auf, damit wir ein bisschen bessere Sicht haben. Ach so, hier ist das, hier ist die Piste, okay.
Boah, das ist gerade geleckt bei mir. Ja. Immer noch. Na, ah, ich habe hier noch den Lava-Eimer. Das wird ihm, glaube ich, eine Lehre sein. Wenn er hier dann gleich runter, wenn er hier dann runterfallen wird. Boah, Entschuldigung, weil mein Klicken ist laut, ne? Eigentlich nicht so. Ich glaube, ich stelle da gleich noch ein Schild hin. Tja, Arvid, wer cheat. Ah! Ich glaube, er würde aber auch, weil die Lava dämpft ihn ja nicht direkt ab, er würde dann ein bisschen verbrennen und dann auch. Ey, Alter, leckt das bei mir, Mann. Oh, ich komme hier nicht raus. Oh, geht auch. Warte, bau du das mal ein bisschen. Ach nee, warte mal eben. Signal von da kommt. So, irgendwie sowas. Nee. Was denn, kriegst du dich hin? Warte, geh mal eben auf die Platte. Oder warte, ich geh. Na, klappt nicht, mach du mal eben. Okay, warte, ich reiß hier noch mal ein bisschen was auf. Das hier muss irgendwie. Ich brauche hier mehr Platz hier. Warte, ich glaube, wenn wir sterben, spawnen wir nicht mehr in unseren Betten, deswegen lass mal eben pengen gehen, wo ich das gleich testen will. Oder mindestens reingehen und dann aufstehen. Oh, scheiß Regen. Warte, wollen wir Time adden? Nee, erstmal toggle. Hab schon. Nein, nein, mach du. Pops. Was? So. Ich hab Toggle mit. Ja, warte. So, reinlegen. Lass eben pennen. Ja. Vier Po. Wer findet das Wort? Po! Der Arvids Haus, wenn man da die Treppe runtergeht, ne? Das ist richtig schlimm. Wieso? Gut, also hier soll die. Hier soll die. Wieso ist das schlimm? Ja, weil du dann immer abgebremst wirst. Lol. So, hier ist ja dieser Raum. Also. Achtung, 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 ich will mal wissen, ob ich vom Aufprall sterbe oder weil ich in der Lava verbrenne. Nö. Groundward. Aber dadurch, naja, sterben quasi seine Items. Ey, ich bin nicht in meinem Bett gespawnt. Nein? Ich bin irgendwo woanders gespawnt. Warte, ich will wissen, wo ich bin. Oh, super. Egal, Mann. Also, Lars, jetzt pass mal auf. Ich zeig dir jetzt. Ich zeig dir das jetzt. Komm mal her. Ich zeig dir das. Also du machst zuerst hier einen Repeater ran. Brauchst du ja für jeden ungefähr. Dann machst du das so. Warte, ich brauche noch ein bisschen mehr Platz. Du weißt, dass direkt über dir die Treppe ist. So, dann machst du das so. Jetzt ist er automatisch an. Wenn du jetzt aber. Ja, die Redstone-Dinger dürfen sich nicht schneiden. Wenn du jetzt aber. Tschüss. So machst, guck mal, Lars. Hier, ich trete auf die Treasure Plate. Geil. Ach so, scheiße, falsch rum. Haha. Lol. Hä, lol, warum funzt das nicht mehr? Das ging doch noch. Nein, warum klappt es nicht mehr? Normalerweise wird das dann hier so oder war es oben drauf? Ja, es war oben drauf.
Ich hab's doch noch drauf. Siehst du? Jetzt ist es. Geh mal auf die Treasure Plate. Prium. Gut, dann So. baue ich dasselbe mal auf der anderen Seite, ne? Weil ich das jetzt ja üben muss. Musst du nicht. Soll ich mal vor allem erst aus Diamantblöcken hinbauen, damit da richtig geil drauf ist? Ach so, du willst das selber noch mal. Okay. Ich mach schon mal die Pressure Plate nach oben. Also, warte mal. Fliegen. Ja, Fliegen ist schon richtig scheiße, ne? Warte, ich muss das hier doch noch sehen. Ja, okay. Kannst weghauen. Ich werde es jetzt noch nicht weghauen. Okay. Das ist jetzt nur ein bisschen problematisch, weil über mir irgendwie. Ich kann hier nichts. Scheiße. Michi, guck mal auf die zweiten. Was? Jo, klappt. Jo. Müssen wir das wieder verbinden? Mach hier mal. Warte, ich teste mal eben mit beiden. Jo. Eins ist jetzt nur noch ein bisschen blöd. Die Kacke nach oben kriegen, ne? Warte. So, mal nochmal. Lol. Warte, ich mache das mal kurz mit einer Holz, Warte, nein, nein, geh noch mal rauf. weil dann kann ich Geh mir noch noch. mal eben rauf. Warte. Warte, ich geh noch mal eben rauf. Jetzt hast du das Signal komplett weggemacht. Und jetzt? Scheiße, jetzt geht der hier nicht mehr. Mach mal den einen Repeater weg, warte. Hier muss dann einer hin, wenn schon. Warte, warte, das ist doch gut. Hier, guck mal. Warte, mach mal nix. Ich komme hier jetzt, ich bin Arvid. Scheiße. Nee, warte. Hier, jetzt bin ich Arvid. Bitte hier mal weg. Da, hab's hingekriegt. Sehr, sind wir geil oder was? Boah, Alter, wenn ich da reinrennen will, falle ich hin. Uah, und knack wäre tot. Tschüss. Auf jeden Fall, ich mache da jetzt noch mal kurz ein Schild hin. Tschüss, Arvid. Oder mehrere Schilder. Er wird nämlich dann ungefähr hier so landen. Warte, ich guck mal, wo er landen will, wenn er sprintet. Tja, Arvid. Er würde direkt hier rauffallen. Er wird das gar nicht lesen können. Wo? Ach ja. Na, fügen wir das in Season 3 ein oder als Special? Season 3. Hero Brian war ja auch ein Special. Tja, Arvid. Aber was ist, wenn Arvid von der anderen Seite kommt? Von seinem Bett aus?
Da machen wir natürlich auch noch eine Schaltung hin. Tja. Stell vor, er spawnt direkt hier drauf. Hä? Warte, ich baue schon mal ein bisschen hier zu. Komm mal hoch. Ich muss mal kurz. Die Arme eins. Oh ja, Mann. Haha. Warte, ich mach das jetzt mal. Nein, warte, wir bauen hier einfach den Boden zu. Und dann, wenn er auf den Server kommt, teleporten wir ihn sofort zu uns. Nein, warte. Wenn er sprintet, dann fällt er genau. Weil wenn er sprintet, guck mal. Also wenn er normal geht, dann ist er ja so. Würde er hier. Und wenn er dann halt noch das lässt, weil dann kann man ja auch noch was sehen, steht da, tja, Arvid. Warte, lass das doch mal verbinden und dann. Warte, ich gehe rauf. Weil damit der Boden komplett zu ist, dann haben wir hier auch nochmal Boden. Dann rennt er drauf zu und auf einmal fallen zwei Böden auf einmal weg. Hier müssen wir das auch noch verbinden. Aber warte, das hier jetzt zu verstecken, das hier wird schwer mit der Treasure Plate. Also mit dem Redstone. Warte, das ist nicht so schwer. Guck, da kannst du einfach so machen. Ja, aber guck mal hier. Das ist ja das Blöde. Und hier kannst du nichts machen. Dann verkürzen wir die Wand. Und hier auch nochmal, dass man einen Gang hat. Warte, ich wechsle mal eben das Texture Pack auf die Vault, weil er spielt ja mit die Vault. Ob man die Pressure Plate dann sehen würde, wenn sie aus Stein wäre. Mach mal eben aus Stein. Ist. Sieht man nicht so gut. So. Und dann kommt da an und dann. Knack. Ich hatte das aber ja mit ihm gebaut hier aus Langeweile so ein bisschen weggesprengt. Aber da er sich was gecheatet hat. Warte. Wir müssen jetzt hier nochmal kurz die Schaltung. Boah, ey, nichts gegen die Vault. Die Vault ist irgendwie voll geil. Oder? Ja. Die Vault ist auch geil. Ey, Lars, wir müssen hier jetzt noch die Schaltung machen. Wieso? Für den anderen? Ja. Warte mal eben. Warte, das heißt, hier kommt so ein, so, okay. Boah. Ja, das kriege ich hin. Ey, das ist perfekt. Guck mal. Da, wo wir die Schaltung machen. Ist das Rauschen irgendwie lauter geworden? Ich höre nicht so laut. Wieso? Nee, okay. Guck mal, es ist perfekt. Da, wo wir die zweite Schaltung machen, ist so ein leerer Raum, den wir eben noch hatten. Ich habe jetzt ein Schild hingeschrieben. Geh er durch. Ein reichlich Geschenk. Verweilt durch. Was? Nein. Gehe er durch.
ein reichlich Geschenk. Geschenk, der Wald. Nein, das zieht nicht. Scheiße. Was zieht nicht? Wenn ich jetzt auf die Treasure Plate gehe, ne? Ich hatte es auch noch nicht fertig gebaut. Weil die Treasure Plate ist irgendwie viel zu nah da dran. Oh, kannst du kurz darauf gehen, danke. Na, Junge, was ist denn das immer? Jetzt werde ich hier runtergedrückt, Mann. Aber es ist voll geil. Jetzt gehen beide auf und zu. Jetzt geht er da so hin und dann. Tja. Wir können es einfach. Na super. Egal. Lass ihn mal fragen, ob er mit auf den Server kommt, Aufnahmen machen. Tja. Kann man jetzt auch von der anderen Seite schon oder noch nicht? Oder wollen wir es gar nicht machen? Nein, wenn er von der anderen Seite spawnt. Also wenn er hier so ist, dann geht er da ja so rüber und dann flop. Und wenn er dann irgendwann zurückkommt, dann... Scheiße. Geh mal eben auf die Platte. Warte mal kurz. So, wir machen gleich aber kurz Aufnahmepause und dann versuche ich die Monster wieder reinzukriegen, ne? Was? Mhm. Gehe er durch, ein reichlich Geschenk verweilt dort. Und dann geht er so, hä? Flop und tschüss. Ja, das ist altertümliche Sprache. Altertümliche Sprache ist irgendwie lustig. Ach, wir bauen einfach sein Bett ab. So, plopp. Brauche ich nochmal eben ein neues hin. Und dann muss er sich zu uns teleporten. Ha! Und noch mehr gecheatet. In den Öfen jeweils ein Stack Kohle. Ich hau's mal kurz raus. Also glaube ich, dass das Holz aus seiner Truhe und die Rüstung auch alles gecheatet sind. Sagte ich doch. Hast du einen guten Riechkolben? Mhm. Deswegen, ich rufe ihn gleich, glaube ich, auf Hausrat und frage ihn, ob er jetzt auf den Server kommt und zu zocken. Und dann sagen wir einfach, Arvid, wir haben eine Truhe von dir gefunden. Was? Dann geht er in sein Haus und dann warm. Nein, er soll einfach nur in sein Haus gehen. Die Botschaft. Ich schreibe ihm auch noch was ins Haus. Aber die, ey, der Satz ist eigentlich ganz geil. Geh mal weg da. Nein, Mann, das. Jetzt gib's auf die Fritze. Was? Waffs? Was? Das hörte sich so an wie so ein F und ein S. Was? Egal. Die Fresse, die er gezogen hat. Nein, wir machen jetzt. Also, ich gehe runter. Ich mache jetzt kurz die Einstellung auf dem Server wieder, ne? Okay. Skypen wir trotzdem noch?
Ja, es darf aber nicht so lange dauern, ne? Ja, egal, das war's wieder mit einer schönen, ich nenne es mal halbwegs Special-Folge. Wie ihr gleich oder später Arvid richtig schön was sagen hört. Dann geht er hier lang und dann flop. Tja, Flop. Tja, Arvid. Sind eigentlich die ganzen Türen schon wieder eingebaut? Keine Ahnung. Würde er auch mit Sprinten auf die Fresse kriegen? Geh mal weg. Ja. Und nochmal. Auch nichts wegbauen. Nein, nein, ich kann nicht. Ich habe hier nämlich schon einen vernünftigen Ausgang irgendwo gebaut. Kacke. Weißt du, was ich jetzt noch mache? Ficken. Nein. Oh, das ist mies. Das ist echt mies. Und jetzt sehe, ob. Nein, ich habe die Leitung zerstört. Hier, guck mal. Digga. Jetzt kann er nicht mal Game Mode machen oder sowas. Aber hier, guck mal. Nach oben. Scheiß. Geh noch mal auf die Leitung, also auf den Schalter. Nur stehen bleiben, ich will wissen, ob alles klappt. Warte. Ja. Ey, hier, geh mal ins Arbeitszimmer. Das ist mies. Für das Cheaten. Und er wird nicht mehr bei uns spawnen. Na? Oh, wie immer, ich bin's. Na? Warte mal kurz. Ich muss mal kurz. Hey. Wie, ach so, ja, fragen. Lars kann vielleicht Felix noch mal irgendwie Co-Moderator oder so sein? Das ist mir eigentlich relativ flatten. Jetzt ist erstmal eh nichts, wo ich gleich den Server Also einstelle. Felix, Ja. du könntest noch vorbeikommen und hättest du vielleicht Lust, später noch mal bei ein paar Minecraft-Aufnahmen noch ein bisschen zu co-moderieren? Also einfach zu labern, ja klar. Felix, Felix, sag lieber nein, das wird schlimm. Wird nicht schlimm. Ey, Felix, Was? wir haben Arvid so eine geile Falle gebaut, ne? Er hat mega gecheatet. Wir erstmal schon mit Pistons und alles, wenn er in sein Haus geht und zu seinem Geh das Bett ganze will. Haus hoch. Hä? Geh das ganze Haus hoch. Nein, das würde unsere Häuser ja auch machen. Nein, meins nicht. Nee. Also er hat so mit TNT ganz weit runter gesprengt bis zum Bedrock. Und das haben wir uns zunutze gemacht und darüber haben wir nochmal Pistons gebaut, wenn er über einen Schalter geht, den man eigentlich fast nicht sieht, dann wird er in sein Loch da fallen, wo unten noch Schilder stehen mit Tja, Arvid und wird da elendig verrecken und seine Items werden auch weg sein. Voll geil. Ja. Und er kommt nicht mehr an seine Truhen ran und er kann nicht mehr in Game Mode gehen. Ja. Weil wir da Okay. Bedrocking gemacht haben, den kann man nicht zerstören. Ja, okay, das Video noch. Na gut, bis dann, ne? Okay. Oder bis gleich. Jo. Ciao. Okay, und das war's mit einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Together Season Jetzt 3. echt? Ja. Du hast aufgenommen? Ja. Ja? Ja. Lol. Und das war Felix. Naja, egal. Ciao. Tschüss.